Hat's erwischt. Ich bin gerade in Bisping angekommen und da drüben ist ein Biergeschäft und ich werde da erstmal Bier kaufen gehen. Und dann gelaufe ich da drüben zu Penny und dann werde ich dann noch ein paar mehr Sachen einkaufen gehen. Etwas Fleisch und so weiter. Und dann werde ich gleich abgeholt und dann nach Beering gebracht. Und dann Lagerfeuerabend Start kommt. So Leute, ich wurde hergefahren und hier, guck mal. Hier. Richtig geil. Und hier, ich werde gleich mein Zelt aufbauen. Oh Scheiße, diese dreckige Leuchte ist schon wieder zu hell. Dieses Feuerholz oder wie das heißt. Das wird gebraten. Gesicht! Feuer brennt. Es können noch mehr Feuer dran. Es brennt. Es brennt. Es brennt rum. Es glüht gleich. Es brennt rum. Es brennt ganz viel rum. Aber so richtig. Mit ganz viel Schmackes. Das schwöre ich euch. Ach, scheiße, mein Gesicht verbrennt. So, heute Grillabend mit Feuerchen. Gib Prost. Gib Prost. Jan? Ja? Durch meine Zahnlücke passt ein Kistler durch. Es brennt. Es brennt rum. Ich habe schon mal Gehirnzellen aus meinem Gehirn gespuckt. Es brennt rum. Es glüht. Boink, 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 boink. Durch meine Zahnlücke passt ein Kister durch. Guck mal, nächster Tag ist angebrochen und mein Gehirn schwappt rum, weil ich habe den letzten Abend ganz viel Bier getrunken. Und hier vorne, wo die Decke liegt, da habe ich geschlafen heute Nacht. Ich bin da irgendwie eingepennt und habe irgendwie bis, es ist jetzt glaube ich 3:30 oder so, und ich habe so lange durchgeschlafen, neben dem Feuer. Und jetzt bin ich hier vollkommen allein. Das heißt, ich werde zu Fuß zurücklaufen nach Hause. Und okay, es kamen eben gerade zwei Menschen an mit Auto. Die wollten mich zum nächsten Bahnhof hinbringen oder so. Das war auf jeden Fall ganz freundlich gewesen. Aber ich habe dankend abgelehnt. Weil ich wollte für euch noch viel mehr Content machen. Und deswegen laufe ich jetzt verkatert mit einem vollgeschwappten Kopf rum nach Hause. Nach Bremen, von hier aus. Aber jetzt, bevor ich nach Bremen laufe, laufe ich ja über Bisping. Und wenn ich in Bisping angekommen bin, dann werde ich erstmal neues Bier kaufen gehen. Extra, damit mein Gehirn richtig vollgeschwappt bleibt. Das ist richtig geil. Guck mal, ich bin ein Stückchen weitergelaufen und befinde mich jetzt hier in Beregen. Ich bin gerade dabei, durch Beregen durchzulaufen. Und das wollte ich euch zeigen, dass ich durch Beringen hier durchlaufe. Nach Richtung Bisping.
Und ich glaube, wenn ich in Bisping angekommen bin, gleich, da werde ich mir da auf jeden Fall einen Heidegrill-Döner gönnen. Kaufen gehen. Und wenn das passiert ist, dass ich den Döner von Heidegrill gekauft habe, dann laufe ich zu einem nächsten Biergeschäft, um dort noch mehr Bier zu kaufen. Und wenn das da passiert ist, dann weiß ich auch nicht, wohin mit mir. So, ich bin aus B-Regen rausgelaufen und hier vorne ist Autobahn. Also da, wo diese ganzen vielen Fahrzeuge und LKWs und so weiter hier rumfahren und diese ganzen Abgase produzieren. Ich habe, glaube ich, heute noch keine Abgase gemacht, aber wenn das passieren sollte, dann auf jeden Fall mit ganz viel Bierschissgeruch. Und mir ist etwas Schlechtes eingefallen. Und zwar mein Klapphocker. Der ist jetzt nicht hier dran, sondern der ist weg. Entweder habe ich dort den vollkommen vergessen und den stehen gelassen. Oder irgendjemand hat den eingepackt, sodass ich das dann vergessen habe, dass ich den überhaupt dabei hatte. Also eins von beiden. Aber auf jeden Fall fehlt er mir, dieser Klapphocker. Dieser Klapphocker mit Tarnfarben und... Also genau, diese Farbe hier. Genau, mit dieser Farbe und ganz viele Nähstiche. So sieht mein Klapphocker aus. Das heißt, wenn den irgendjemand mitgenommen hat, dann bitte mich anschreiben und mir per Packstation zurückliefern lassen. Weil dieser, so ein Klapphocker, der ist auf jeden Fall für meine Touren essentiell für mich. Guck mal hier. Hier vorne ist dieser Haus, der kopfüber steht. Weil das ist halt so. Der steht hier so rum. Und hier, guck mal. Nachdem ich euch diesen verkehrt rumenden Haus da gezeigt habe, der kopfüber steht, zeige ich euch nochmal, das habe ich euch bei der Heidschnuckenwegwanderung gezeigt, diese Kartbahn. Aber ich habe da keinen Bock drauf, irgendwie nach da hinten hinzulaufen. Deswegen zeige ich euch das von hier aus. Und zwar da drüben ist diese Ralf Schumacher Kartbahn. Da war ich auf jeden Fall damals, ich glaube 2 Jahre oder 2,5 Jahre oder so, als Streckenposten geoutet. Ich muss auf jeden Fall sagen, das war auf jeden Fall ein sehr attraktiver Schülerjob. Ich wäre ein Stückchen weitergelaufen, also den Weg von B-Regen nach Bisping. Und guck mal hier. Ortsschild. Ich bin in Bisping angekommen. Und das dauert nicht mehr lange, bis ich bei Heidegrill angekommen bin. Ich bin ein Stückchen weitergelaufen und hier ist Heidegrill. Und ich werde da auf jeden Fall einen Döner kaufen gehen. Gib Prost. Ich grüße Luca B. Vielen Dank für das Abschließen einer Stufe 2 Bierpower Kanalmitgliedschaft. So, jetzt wird das eigentliche Video fortgesetzt. So, ich war gerade bei Heidegrill gewesen, ich habe da Döner gegessen. Und ich war gerade zu faul gewesen, um das zu filmen, wie ich Döner gegessen habe. Deswegen deswegen dieser Cut. Aber der Döner war wie immer richtig lecker gewesen. Und kann ich jedes Mal immer weiterempfehlen. Wenn ihr hier mal in Bisping seid, dann müsst ihr auf jeden Fall mal Döner probieren. Und guckt mal, hier vorne ist ein Edeka. Das heißt, ich stehe gerade vor einem Biergeschäft und ich werde da erstmal Bier kaufen gehen. Also ich habe hier 3 Träger Biere gekauft von diesem Edeka und ich werde heute doch nicht draußen pennen, sondern bei einem Bekannten. Den habe ich vorhin aus Zufall getroffen. Der war auch beim letzten Lagerfeierabend auch mit dabei gewesen. Und der hat es mir angeboten und deswegen nehme ich den Angebot mal an und dann mache ich einen Bierabend bei ihnen anstatt irgendwo draußen.
irgendwo allein oder so. Und hier, guck mal, ich werde doch nicht bis nach Bremen nach Hause laufen, weil mir ist eine ganz unschöne Auffälligkeit aufgefallen. Und zwar, ich habe eine Mail bekommen, dass ich Fanpost bei mir in der Packstation drin habe. Und dass ich die spätestens innerhalb der nächsten 2 Tage unbedingt rausholen muss. Und ich bin irgendwie die letzten Tage irgendwie überhaupt nicht dazu gekommen, irgendwie die Fanpost rauszupacken. Und nicht, dass sie irgendwie wieder zurückgeschickt wird. Und deswegen bin ich leider gezwungen dazu, dass ich morgen nach Hause fahre oder so. So, ich habe das Bier eingepackt und jetzt werde ich erstmal darauf ein Bier trinken. Und oh Scheiße, langsam ist es dunkel gekommen. Und ich werde jetzt gleich zu dieser Richtung hinlaufen, wo der Bekannte wohnt. Und dann werde ich ihn anrufen. Und wenn ich da angekommen bin, dann werde ich da reingehen und mit ihm Bier trinken. Ich glaube, genau so mache ich das. So, hier, guck mal, ich bin bei Ihnen hier angekommen. Und ich werde heute bei Ihnen auf den Boden schlafen. Und wir werden gleich rausgehen. Ach nee, also wir werden gleich, nachdem wir Bier getrunken haben. Beziehungsweise Wodka. Da werden wir dann gleich rausgehen. Und noch jemanden treffen. Und dann werden wir noch mehr Bier trinken. Und dann irgendwann laufen wir schon wieder zurück nach hierher. Und dann passiert das, dass ich dann hier auf dem Boden penne. Mit meiner Isomatte und Schlafsack oder wie das heißt. Und das war voll cool, Lagerfeuerabend gewesen. Und er war auch da gewesen. Jo. Und wir haben auf jeden Fall ganz viel Bier getrunken und sowas. So, wir haben gerade ein paar Bier zusammen getrunken. Und deswegen gehen wir jetzt raus und treffen noch jemanden. Und dann gehen wir zu ihnen erstmal hin. Und dann werden wir gemeinsam ganz viel Bier trinken. Er hier ist angekommen. Und wir laufen jetzt zum nächsten Biergeschäft erstmal. Und oh Scheiße, mir ist eine ganz, ganz große Scheiße passiert. Und zwar meine Lampe, die ist komplett durchbrochen. Also der Anknopf, der ist weg. Der ist irgendwie nicht mehr vorhanden. Und Mann, ich hatte dieses Licht geliebt, weil der einfach nicht piept wie die anderen Lichter, die ich hatte. Und Scheiße. Das ist extrem ärgerlich, weil dieses Licht, das brauche ich extrem für meine Kamera. Also ich war mit dem Produkt wirklich zufrieden gewesen. Und keine Ahnung, ich setze dieses Licht nochmal in meine Wunschliste rein. Ja genau, ich glaube, ich mach das so. Ich pack das wieder in die Wunschliste rein. Und entweder warte ich bis zum nächsten Monat, dass ich mir das selbst bestelle, oder irgendjemand anderes bestellt das. Eins von wollen. Aber ich habe dieses Licht geliebt. Ich finde das schade, dass das jetzt kaputt gegangen ist. Guck mal, wir sind hier vor einem Edeka, also vor einem Biergeschäft. Und die anderen beiden sind drin, um Bier und sowas kaufen zu gehen. Und aber weil ich noch ganz viel Bier gekauft habe vorhin, werde ich da jetzt nicht reingehen, sondern ich werde auf die anderen draußen warten. Weil ich habe noch genug Bier. So, Bier und nochmal Sachen sind eingekauft und ich werde jetzt erstmal darauf, dass sie das gemacht haben und die wieder zurück sind, werde ich erstmal ein Bier trinken. Geprost. Prost. Ja. Guck mal, wir sind jetzt bei Ihnen hier gelandet und hier, wir trinken gerade Bier. In der Tat. Geprost. Und Wodka. Und Wodka-Mischung. Geprost. Mit Eistee, ja. Oh. Köstlich. Und
Na genau, hier vorne liegt Katze. Das ist übrigens Kotek. Und genau, hier vorne ist, wie heißt das Ding? Der Gaming Room. Das ist ein Gaming Room. Das wollte ich euch Bescheid gezeigt haben. Und ich habe hier einen Hügel irgendwie im Gesicht. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie in der letzten Nacht irgendwie aufs Maul gefallen, glaube ich. Das ist richtig geil. Guck mal, wir sitzen immer noch hier rum. Und trinken neun. Und guck mal, guckt euch mal mein Gesicht an, mein Kopf. Wenn ich jetzt meine beiden Hände hier benutze und das hier ganz weit zusammendrücke und noch weiter zusammendrücke, dann kann das passieren, dass meine ganzen Gehirnzellen aus meiner Nase rausspritzen. Und dass meine Kamera das macht. Deswegen drücke ich nicht weiter zusammen, weil dass diese Gefahr darauf besteht. So, hier, guck mal, wie heißt das nochmal? Der hier? Der, hallo, der ist langsam müde und der möchte pennen. Und deswegen gelaufen wir zu ihm hier. Genau. Oh Gott, was für eine ekelhafte Corona-Schleuder. So, ihr seht nur schwarz, weil hier keine Lichter an sind und weil meine komische, wie heißt das nochmal? Kameralicht defekt ist. So, ich werde jetzt dieses Kartoffelsalat probieren. Und zu prüfen, wie viel Geschmack das hat. Ich bin eingepennt. Ich bin jetzt schon wieder wach. Und mein Gesicht sieht komisch aus, glaube ich. Und meine Augen sind auch irgendwie rot. Aber jetzt werden wir erstmal darauf, dass ich hier gepennt habe, werden wir jetzt erstmal Bier trinken. Und Wodka. Und mein Gehirn, der fühlt sich so an, als ob der so richtig rumschwappt. Mit ganz viel Schmackes. Ich habe diese Nacht so richtig geschnarcht, mit ganz viel Lautstärke. Ja. Ich habe ihn die ganze Nacht richtig genervt, das fand ich cool. Er hier, er bringt mich nach Munster jetzt, mit dem Auto. Und von dort aus werde ich dann, wir fahren vorher irgendwie zum Burger King oder wie das heißt, um dort was zum Essen zu kaufen. Und dann, wenn ich in Munster angekommen bin, dann fahre ich mit dem Zug nach Hause. Weil ich habe ja nur noch einen Tag Zeit, um meine ganzen Pakete, um meine ganze Fanpost abzuholen. Weil sonst wird das zurückgeschickt und das wäre einfach zu schade. Wenn ich viel mehr Zeit hätte mit der Packstation, dann würde ich heute von hier aus zu Fuß nach Hause laufen. Das hatte ich mir eigentlich überlegt gehabt. So. Ich werde jetzt von Ihnen hier gebracht bis zum Munster und da werden wir gleich einmal zum Burger King reingehen, um dort zu essen. So, hier guck mal da vorne ist Burger King.
Wir sind hier angekommen. Und wir laufen jetzt da rein. Und dann werden wir uns was zu essen kaufen. So, wir haben gerade Essen bestellt. Und das wird da drin zubereitet. So, Fressen ist fertig. Pommes. Und ich habe mir dieses... Hier, wie heißt das nochmal? Vorpau oder wie das heißt? Das wird gleich auch immer mal reingestopft. Aber so richtig. Mit Cola. So, wir haben gerade Burger King gegessen und er hat mich jetzt zum Bahnhof gebracht. Und zwar hier vorne ist dieser Munster Bahnhof. Und ich bedanke mich für die Hinreise. Ja, sehr gerne. So, ich habe mir Fahrkarte mit Fahrplanauskunft gekauft. Und wir haben jetzt, hier steht irgendwas drauf von 16.20 Uhr oder so. Und ich muss jetzt ernsthaft bis 17.39 Uhr warten, bis man zukommt. Das heißt, das wird wieder eine richtig nervige, vollgenervte Zeit sein. Also eine Zeit, die mich so richtig nerven tut. Ich mag so eine Wartezeit nicht. Die finde ich richtig beschissen. Ich mag die nicht. Das muss weg. Das muss schneller gehen. Und darauf werde ich erstmal ein Bier trinken. Das ist hier ein Wartebier. Für diese ganze unnötige Zeit, die ich hier rumsitzen muss und abwarten muss und so weiter. Genau, deswegen. Deswegen war ist das geil. Scheiße. Ach ja, ich liebe mich selbst. Ich muss jetzt ganz lange auf den Zug warten hier in diesem Bahnhof von Munster. Und währenddessen ich warte, gebe ich mir hier Jump Up in mein Gehirn rein. Hier, guck mal. Mein Zug kommt an und ich habe hier, glaube ich, 2 Stunden oder so hier rumgewartet. Aber jetzt ist er angekommen. Ich bin jetzt in Bremen angekommen und bevor ich aus diesem Zug da rausgelaufen bin, da habe ich einen fahren lassen. Mit ganz viel Bierschiss geruch. Und ich habe das gesehen, wie die ganzen Leute aus dem Waggon das gerochen haben. Das war richtig geil gewesen schon wieder. Das war richtig feierlich. So, ich bin gerade aus der Straßenbahn ausgestiegen und jetzt gehe ich zur Packstation hin, um dort die Fanpost rauszuholen. So, ich habe hier 2 Sendungen in der Packstation. Und zwar erstmal diese hier. Genau, das ist... Ach, scheiße. Mann, ich brauche ein neues Licht, damit ich euch besser zeigen kann. Das nervt mich mit dem Licht, dass ich kein Licht mehr habe, dass ich den kaputt gemacht habe. Und genau, hier ist auch eine Sendung.
Na, es sind zwei kleine Pakete. Die kriege ich so ganz gut mit. Ja, genau, das ist da, genau nur wegen diesen zwei Paketen hier musste ich ganz dringend nach Hause fahren. Weil wenn ich noch einen Tag länger gewartet hätte, dann würden die zurückgeschickt werden. Jetzt habe ich die Pflicht erfüllt und jetzt kann ich mit den Fanpost-Paketen nach Hause laufen. Wobei ein Paket davon ist eine Amazon-Bestellung, die ich selber getätigt habe. Aber das andere ist Fanpost auf jeden Fall, das weiß ich. So, nächster Tag ist angebrochen und ich bin mittlerweile zu Hause, weil ich habe mir gestern Abend nur noch einen runtergeholt, bin duschen gegangen und dann bin ich direkt pennen gegangen. Und hier, diesen Paket hier, das habe ich mir selbst bestellt. Da hatte ich mir hier diese Cappy hier bestellt. Das ist dieselbe Cappy, die ich normalerweise auch habe, und zwar diese hier. Bloß, dass diese hier extrem verwaschen ist. Und das hat mich total gestört und genervt und auf den Sack gegangen, weil der hier so verwaschen ist. Deswegen habe ich mir dieselbe Cappy nochmal gekauft. Extra damit ich hier, wie heißt das Ding, neuwertiger aussehe. Das finde ich voll cool, ich mag das. Damit ich nicht so verranzt aussehe und so weiter. Das war auf jeden Fall ein voll cool Wochenende gewesen, mit ganz viel Bier trinken. Man soll zwar nicht übertreiben und das auch nicht viel zu oft machen oder so, aber manchmal muss das sein. Manchmal muss man sich so richtig einen reinkippen, dass der Kopf richtig schwappt. Deswegen hat mich dieser Wochenende wieder gefreut. Ich hab Bier getrunken. Diese ganzen Bierflaschen, die habe ich alle allein getrunken. Und deswegen habe ich jetzt gerade so einen richtigen Kopf. Mit ganz viel Kater und Schmerzen dran und sowas. Bierpaare Verkehrsreflektor.